Moin, Last Epoch, Tag 3 geht an den Start. Diesmal mit dem Mikrofon wieder aus dem Bild, damit ich mich in meinem Rücken und meinen Füßen richtig hinsetzen kann und weniger Schmerzen haben. Action. 54 Lich, oha, betreten. Mal schauen. Lass uns den Boss noch einmal probieren. Und wenn es nicht klappt, dann können wir ja immer noch umskillen. Okay. Hier brauchen wir nichts. Wir probieren noch einmal den Boss, ansonsten skillen wir um. Ich habe noch einige Talentierungen entdeckt. Also Builds. Hier. Wir können dann die Skillung vom Level Guide vielleicht nehmen. Die ist ein bisschen anders mit anderen Fähigkeiten. Die können wir probieren und dann gibt es seit gestern, gibt es sogar fürs Endgame 4 verschiedene. Wir haben das einzige Melee-Build. Die anderen drei sind anscheinend Caster. Das Problem bei dem Boss ist, ich kann während des Laufens kann ich ja keinen Damage machen. Ich muss stehen bleiben und hauen und den ganzen Stuff auszuweichen, besonders den Wellen in Phase 2 und diese Tentakel kaputt zu machen, geht nicht. Wenn du Minions hast oder irgendwie ein AOE um dich herum, machen die das und du kannst munter rumlaufen. Aber habe ich ja nicht. Ich muss halt stehen bleiben und Damage machen, sonst geht das ja nicht. Und ja, ich habe halt hier den vier Endgame-Build-Guides, aber wir gehen gar nicht nach dem. Wir werden wohl den Level-Guide dann nutzen. Das ist die Möglichkeit, die wir jetzt eher haben. Den Level-Guide. Denn, ja, die Sachen kriegen wir halt dann. Hier ist zum Beispiel das Early-Setup, so haben wir ähnlich auch gespielt. Und hier ist der finale Build, den werden wir mal probieren. Hier ist halt ein bisschen mehr AOE dabei, besonders die Geister. Unser Death Seal ist auch dabei. Und ich überlege ja schon die ganze Zeit, das Spiel irgendwie auf Englisch zu stellen. Da ich lese ja die englischen Guides, auch wenn ich nicht alles genau verstehe. Und lese die deutschen Texte hier und die sind sehr, sehr komisch. Die sind sehr, sehr strange oft. Schlecht übersetzt. So, dann testen wir einfach nochmal so den Boss. Wir können nochmal schauen, ob uns irgendwas besser macht. Giftresistenz, Ausdauer. Ich bin halt voll auf Ausdauer jetzt gegangen, so wie es das Bild sagt. Oha, guck mal hier. Fette Ausdauer. Mehr Rüstung, erhöhte Kartgeschwindigkeit, mehr Mana, mehr Gesundheit. Aber hier ist noch stärkere Ausdauer. Ich bin jetzt einfach auf Ausdauer gegangen. So wie es da der Endgame-Bild gesagt hat. Oh. Okay. Jetzt haben wir 1021. Was für Werte sich jetzt geändert haben, weiß ich nicht. Ich habe mich früher oder später damit beschäftigen müssen, welche genauen Resistenzen ich brauche. Wir können ja auch noch Waffen gamblen. Und wenn das ganze Umskillen alles nichts bringt, habe ich zur Not, glaube ich, das Safe-Game gebackupt. Dass wir dann quasi einfach laden und speichern können. So, wie ist das jetzt? Ich habe einfach... Beim Bossraum bin ich rausgegangen. Wo war das mit dem Boss? Hier. Lagon. Wo ist denn das? Wo ist denn das? Lagi. Ah ja, ich habe es hier gefunden. Insel der Stürme war das. Stufe 53. Kolosseum. Reisen. Aber ich bin doch eigentlich dahin. Hatte ich nicht den Boss? Wie hat es denn gespeichert? Oh, ich muss... Immer wenn ich den Boss mache durch die Tiefen des Tempels. Hier. Achso, ich hatte hier so kein blaues Ding gefunden. Man muss immer hier durch. Okay. Das ist krass. Das ist ein langer, langer Weg. Das ist ein langer, langer Weg, um ein Try mit dem Boss zu machen. Sollen wir nicht direkt umskillen hier? Soll man nicht direkt umskillen und was testen? Okay, hier ist gleich Sackgasse.
Oder wir müssen schauen, ob wir in diesen anderen Gegenden nicht auch Ding finden hier. So ein Port-Ding. Falls es gibt. Dieser Typ schon wieder. Weil so machen wir schon gut Damage eigentlich, aber es war halt heftig, ne? Wie das mit dem Boss war. Lautstärke müsste jetzt okay sein. Ich bin jetzt auch, glaube ich, generell ein bisschen lauter. Hab das Mikrofon wieder weiter weggetan von mir, denn ich kann mit meinen Rückenschmerzen nicht wirklich so sitzen, wie es halt sein sollte. Deswegen einfach ein bisschen weiter weg und fertig. Ey, warum tick ich so runter? Ich hoffe, es gibt in dem Bossraum so ein blaues Ding. Einzig negativ, ich muss echt die ganze Zeit hier die ganze Zeit moven, damit ich hier ein Ding bekomme. Damit ich hier Schaden reinbekomme. Aber andere Skillungen zu probieren wäre nicht schlecht. Aber erstmal diese Portpunkte hier freischalten. Wäre mies, wenn es keine Portpunkte gäbe. Weil wenn ich dann jedes Mal, wenn ich dir sage, hey, ich probiere einen anderen Skill aus, dass es dann nicht geht. Aber krass, was der Schaden eigentlich reinkommt mit dieser Fähigkeit. Mit dieser E-Taste-Fähigkeit. Kein Fluch drauf, natürlich gibt er keinen Schaden. So, es muss doch hier auch so ein Teleport-Dings geben. Das wäre doch wild, wenn es sowas nicht geben würde. Schau mal, wie das alles explodiert, wenn ich das nehme. Das ist wieder so ein Special-Fuzzi, ne? Aber auch der. Einfach bam, boom. Einfach bam, boom. Weg ist er. Hier, zack, zack, weg ist er. Eigentlich easy. Ich könnte auch mein Gear ein bisschen, mein aktuelles Gear updaten mit dieser Schmiede. Ich habe mir halt die Guide so ein bisschen durchgelesen. Mehr so überflogen, als es genauer durchzulesen. Bis ich dann auf die Idee gekommen bin, hey, schon mal schauen, vielleicht gibt es da noch eine Möglichkeit. Und dann habe ich mir halt überlegt, ja, ist ja klar, dass es den Level-Guide gibt, denn der Endgame-Skill, der macht da nicht so viel Sinn. Jetzt schon. Also wenn du jetzt auf Endgame-Bild gehst, macht es ja alles nicht so viel Sinn. Ich schätze mal, nur wenn du halt das Gear hast. Ist ja auch klar, das ist ja auch das... Das ist ja aufgebaut auf das Gear. Jetzt ist hier die Tür. Jetzt ist hier die Tür. Ich würde gerne dieses ganze Ding durchsuchen. Ich will so ein Portteil haben. Kann auch sein, dass es kein Portding gibt. Oh, die normale Gestalt hier. Ah, wieder so ein Range-Fuzzi, der schießt. Muss immer auf meine Spells trotzdem unten schauen, wenn die ready sind, okay? Ja, ich kann mir echt vorstellen, dass beim Bossraum kein Flug erwischt hier. Komm. Die sind echt hart. Also manche sind echt wild.
Hier ist zum Beispiel nochmal. Ach hier, guck, guck, schau mal. Ja. Entdeckt. Super. Mir ist das gar nicht aufgefallen, dass ich das nicht entdeckt habe. So, M. Ach nee, das ist da, wo ich herkomme. Ich brauche bei den Tiefen. Okay, stimmt, stimmt, stimmt. Okay, ich bin irgendwie verwirrt. Das ist da, wo ich herkomme. Klar. Ist da, wo ich herkomme. Ich muss in dem nächsten. In dem nächsten Abschnitt. Das finden. So, hier war der Ausgang. Jetzt ein bisschen weit die Tastatur zu mir nehmen. So. Jetzt kann ich mich auch nur ein paar Millimeter links, rechts bewegen und es wird dann besser sein für meinen Rücken hier. Bräuchte halt AOE um mich herum, wenn ich laufe und dodge, dass es dann geht. Ich schätze mal mit dem Minion-Bild oder also mit dem anderen generellen Mastery geht es halt easy. Du läufst rum und deine Minions machen die ganze Arbeit. Das ist halt dann für Vollleute, Kapi. Allein schon der Goblin, den ich am Anfang hatte. Der hat mich ja schon so oft vom Tod gerettet. Jetzt bin ich auch schon mal ein Level weiter. Ja, das Ding ist brutal. Jetzt mal schauen, ob wir hier in dieser Gegend. Ah, oh, die sind immer Wichser. Ach so, okay. Oh, in der normalen Gestalt. Ich würde gerade sagen, vielleicht gewöhne ich mich ja langsam an die Steuerung, aber ich glaube nicht. Das ist nur Zweibildung hier. Das ist nur Zweibildung. Ich glaube, wenn ich gedottet hätte vorher, dann wäre es mehr Schaden bekommen. Gambeln kann ich mir leider nichts mehr, denn nur bis Level 40. Level 40 wirken diese Gamble-Dinge. Die sind krass, auch auf Range. Also alle Range-Spells, die reinkommen, bin ich ziemlich machtlos. Ich habe versucht, die ganzen. Oh, ich habe versucht, die ganzen Range-Dinge. Sofort zu töten. Ah, da ist ja noch so ein Wichser. Ja. Das sind echt Drecksäcke. Besonders weil sie auch immer wegspringen. Und dann kommst du halt nicht hinterher. Der wieder in seiner Bubble hier. So, normale Gestalt muss ich die Tentakel noch hinkriegen. Hier ist noch eins.
Als ob diese Tentakel wieder spawnen, ey. Alter. Aber hat ja Low Life das Teil. Hat ja Low Life. Also wichtig, nicht durch das Ding durchgehen, sondern ich brauche ein. Ich brauche ein Portpunkt, falls es die gibt. Sonst müssen wir so lange drin im Spiel bleiben, bis wir den Boss geschafft haben, weil sonst müssen wir das jedes Mal machen hier. Hier spazieren gehen. Wie einfach die Tentakel hier sind. Beim Bossfight sind die total hart, klar. Macht ja auch Sinn, dass das da schwerer ist. Ich denke mal, der ist nicht gedoppelt. Wenn einer keinen Schaden kann, glaube ich, die sind nicht gedoppelt. Aber sind sie ja. Denn ich glaube, nur wenn ich hier dotte, dann mache ich auch Schaden. Oh, da sind irgendwelche Straßen. Aber ist ja nicht schlimm, da leveln wir halt noch ein bisschen. Ich glaube, ich bin eh unterlevelt, weil immer. Da stand eigentlich immer zwei Level höher, die Quest, bei der ich war. Also die ich gemacht habe. Not take me, kein Problem. Irgendwann kriegen sie dich, wie ich immer zu sagen pflege. Die sieht man kaum, diese Viecher, die so lang sind und die komische Straße da machen hier, finde ich. Die sieht man kaum, die da. Ich glaube, die machen gut Schaden. Oh, wieder so eine, die hier einfach aus der Range schießt und die man kaum sieht. Aber ich mache hier wirklich gut Level hier. Mache hier eigentlich wirklich gut Level hier. Schon wieder ein halbes Level, glaube ich. Vielleicht kommen wir ja hin mit dem Boss. Also der. Die Spielweise fand ich, nachdem ich jetzt hier diese neue Spielweise habe mit diesem, wie heißt das Ding hier, Todessiegel, fand ich auf einmal total komisch. Die Spielweise hat sich auf einmal mit Level 43, als ich es bekomme, auch komplett geändert. Das war total wild. Ich habe es davor enjoyed und dann irgendwie nicht mehr. Macht zwar mehr Schaden, aber ich muss so voll in Range, in Melee, also in Range von den Mobs und dann immer so viel aushalten, das ist krass. Das ist krass mit dem Aushalten. Das ist halt echt schwierig, finde ich. Boah! Okay, und jetzt bin ich, glaube ich, am Anfang, ne? Das also liegt am Eingang. Wenn wir schon mal hier sind, dann gehen wir noch mal die Wege, die wir noch nicht gegangen sind, um vielleicht einen Portpunkt zu finden. Ich kann mir echt vorstellen, dass es keinen Portpunkt gibt, sonst ist das immer so eindeutig mit dem Portpunkt, finde ich. Das ist immer so eindeutig. In my opinion. Das ist immer eindeutig. Ja, die Uschi hier. Weg mit dir. So, hier ist natürlich zu. Wieder so ein Schieße. Ganz viele von den Schießviechern. Oh mein Gott, sind ja nur noch die. So, hier geht's noch weiter. So ein bisschen mehr passiver Schaden. Einfach so eine Aura ringsherum. Ich glaube, sowas habe ich sogar. Aber halt nicht so stark. Okay, da wäre der Ausgang. Den habe ich gefunden. Aber ich brauche ja ein Portal.
Boah, zum Glück konnte ich noch mal hier, bevor der mich umgehauen hat hier. So, wo ist das hier? Das ist, ich bin mir sicher, es gibt's nicht. Sonst könntest du jedes Mal in diese Gegend zurückkommen. Das soll ja irgendwie eine Challenge bleiben, sich zum Boss hinzukämpfen, oder? Ist das so ein Vibe vom Game? Und auch die Regeln oder so sind halt angestiegen mit der Zeit. Der Schwierigkeitsgrad ist immens angestiegen. Muss da weg, muss da weg, muss da weg. Viel zu viel Schaden, hä? Viel zu viel Damage. Muss auf meine Gestalt warten, hä? Da kann ich auch ein bisschen Risk eingehen. Dann gehe ich halt hier lang. Okay, hier ist Ende. Hier nach unten hätte ich noch die Chance. Ja, aber ich glaube, hier ist nichts. So ein Portpunkt war immer sehr offensichtlich irgendwie bis jetzt. Machst du dann zwei Level auf dem Weg hier hin? Ne? Ist krass. Das sind riesig die Gebiete. Ich habe auch das Gefühl, je mehr man im Level voranschreitet, desto riesiger werden sie. Desto riesiger werden sie. Jo, schon nicht. Geht, als ob man jetzt komplett zurückgehen würde. Also ohne Heiltränke. So Heiltränke-Spam ist halt manchmal so Wave hier. Ohne das wird es ja fast gar nicht gehen. Also ohne Heiltränke. Kranke Scheiße. Ich sag's dir, ganz wild. Heiltränke spammen Main. Oh, schau mal. Hier ist noch ein Eingang, also noch ein Ausgang. Ich brauche aber so ein Porting. Ich hätte es fast vergessen, wäre schon fast rein. Und wenn ich, glaube ich, einmal reingehe in das Tor, dann ist das hier alles wieder zu. Irgendwie ist der Loot noch da, aber es ist nicht mehr aufgedeckt. Ist ja auch nicht ganz die Logik. Aber ich glaube, es soll so sein, dass du jedes Mal dich durchkämpfen musst, wenn du in einem Gebiet erneut hinkommst. Also als ob du jedes Mal neu da bist und noch nie da warst. Oder irgendwie so. Kein Plan. Oh, oh, scheiße. Normale Gestalt. Schnell explodieren. Heiltrank spammen ein bisschen. Oh. Ist aber noch ein bisschen. Vielleicht haben wir die Chance, einen Vorteil zu entdecken. Aber so versteckt? Glaube ich eher nicht. Glaube ich eher nicht. Aber es ist nicht schlimm. Machen wir Level. Machen wir Level, skillen noch ein bisschen und dann vielleicht kriegen wir irgendwelche Resistance. Wir brauchen, ich weiß nicht, was diese Welle ist, Cold Resistance. Komm schon, gib mir so ein Porting, dass ich nicht jedes Mal zu dem Scheißboss hinlaufen muss, wie hier. Gar keinen Bock. Weg, 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 weg. Macht das auch ein bisschen Schaden, gell? Die kann ich ja noch so weghauen. Aber den hier, das ist immer gefährlich. Kein Fluch drauf gehabt, aber passt. So, hier. Ja, gut, dass das Ding eine Minimap hat. Gut, dass das Ding eine Minimap hat. Wieder der hier. Das war dem. Wow, 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 zwei von denen.
Wäre schon cool, diese Skillung irgendwie zu behalten. Denn es gefällt mir schon sehr gut mit dem Sensenmann, nur bin ich halt sehr, sehr schwach. Und ich habe gesehen, dass das Endgame-Gear, oder was wir alle gesehen haben, weil ich es ja aufgenommen habe, was ich gezeigt habe, ist extrem. Da ist bei jedem Rüstungsteil ist ja auf Leben. Das geht ja so brutal auf Leben. 1-1-1 gespammt, das ist zu viel Schaden gewesen. Schade, muss ich nochmal hinlaufen. Warte mal, ich schau mal kurz. Das ist halt, ich kann ja Pause machen, ich bin ja im Singleplayer. Das ist halt ganz wild. Hier das Endgame-Bild. Gear. Increased Health Armor. Armor 100, 40% Increased Health. Haben sie das jetzt geändert? Lol, okay, das war nicht so. Okay. Das ist wieder neu. Schau mal an. Dann Increased Armor, Increased Melee Damage, 68 Health, plus 5% Increased Health. Hier das gleiche. Alles nur Health. Überall Health. Und diese Idlets, oder wie die hier heißen, sind auch nur auf das aufgebaut. Schau mal. Increased Health, Cold Resistance, Increased Health, Health, alles nur helfen. Ne? Alles nur helfen. Und ich glaube, erst mit diesem Health können wir uns selber helfen. Tempelvorlage, ne, wir müssen da lang. Okay, hier. Ich muss irgendwie nach unten kommen wieder. Ich glaube, hier ist Eingang, Ausgang, aber ich glaube, es gibt echt keinen. Es gibt echt keinen. Es gibt echt keinen Speicherpunkt hier. Sonst wäre der meistens hier so in der Mitte oder so. Es gibt, glaube ich, echt keinen Speicherpunkt. Man kann ja... Ach so, das war das mit der Invi. Ich habe nochmal in Optionen reingeschaut. Und da, das ist die Visibilität der Karte, der Map. Ich dachte mir, was ist denn bei M? Ist doch hell genug, aber das ist das. Das ist ja klar. Na hier, das wird sich noch verbinden, sondern ist Ende. Wo ist denn hier der Ausgang? Wohin geht denn das hier hin? Gibt es zwei Ausgänge in den gleichen Bereich? Weil oben gibt es auch nochmal... Oh, nee, ich bin schon wieder hier und hab meine Gestalt nicht. Ja, wir können noch hier aufdecken. Hier rechts. Immer schön zwei zu haben. Ich kann halt lange für die Gestalt behalten. Zack. Noch mehr Halttränke, okay. Hier ist noch ein schöner Raum bestimmt, der dann irgendwie klein sein wird. Irgendwelchen kleinen Wichsern hier. Der hält hier viel aus, okay. Hier ist nichts mehr. Ja, und hier waren wir schon und unten wird es auch schon zu Ende sein. So, und gleich sind wir wieder Level Up, das ist ganz gut. Und ich habe hier nur die Quest, ich habe auch keine Sidequest mehr und sowas. Gerade habe ich schon geschaut, glaube ich. Scheiße, kein Halt haben mehr, aber diese Gestalt dafür. Hier noch ein, zwei Mobs und dann haben wir es hier. Das Ganze, die ganze Karte aufgedeckt. Okay. Gut, kein Save Point hier, krass. Gebietsstufe 52, ich bin jetzt 55. Boah, okay, dann bin ich ja doch jetzt etwas höher.
Sonst stand ich immer auf der Map, dass ich bei 49 stand 51 und so weiter. Wo wird's denn hier hingehen? Es ist noch ein zweiter Eingang, Ausgang. Tempel von Lagong. Ah, da oben auch. Okay, das sind jetzt so zusammenhängende Level. Das Scheiße ist halt, ich werde den Boss so nicht schaffen. Ich werde den Boss ja so nicht schaffen. Es ist ja nichts anderes zu gestern und mit ein bisschen mehr Konzentration vielleicht, eine Übung, bla bla, vielleicht, aber ich kann, da sind die ganze Zeit so Wellen, kreuz und quer. Und ich muss jeder Welle dodgen, was ich ja irgendwie machen könnte, aber da sind ja noch diese Tentakel, gegen die ich kämpfen muss. Und gleichzeitig das Dodgen und die Tentakel bekämpfen, geht halt nicht. Wenn ich halt einmal stehen bleibe, bin ich RIP. Wenn ich einmal stehen bleibe, bin ich RIP. So, Inventar ist voll. Steinchen, dann gehen wir mal dann kurz an die. Gehen wir erstmal hier hin. Mit dem normalen Portal müssten wir uns ja mal zurückporten können, easy. Hier. Wir müssten es ja nochmal zurückporten können mit dem Portal. T und da rein. Okay. Da müssten wir uns ja zurückporten und hier Sachen und Dinge machen können. Gut. Schauen wir erstmal. Sortieren. Zauberschaden für Flüche, weniger Gesundheitsregeneration, weniger Schaden im Laufe der Zeit erlitten. Das ist mal oben Buff und unten Debuff oder was? Intelligenz, Widerstand der Leere. Kaltwiderstand. Finde ich ist gut. Erhöhte Mana-Regeneration, 10%, Ausweichwert und Feuerbeständigkeit. Ich glaube, meins ist nicht einmal schlecht hier. Wurfschaden. Vitalität, Intelligenz, Rüstung. Mehr Rüstung, mehr Ausdauer, erhöhte Gesundheit. Nekrotische, weniger erlittener Bonusschaden durch kritische Treffer. Also müsste der nicht besser sein. Obwohl er 5 Leben. Ich habe da mehr Int, also halte ich da mehr aus. Aber hier habe ich 26 Rüstung, 31 und 3% Gesundheit. Nekrotischer Widerstand. Ich habe hier, warte mal, nekrotischer Widerstand, weniger Rüstung. Bin ich mir nicht sicher. Da. Ja, nee, ich kann es nicht tauschen. Trankslots, ich sag, ist ja krass. Trankslots erhöht der Mana-Regeneration zur LP-Regeneration. Natürlich, klar, viel besser. Ich habe das gleiche ja schon nochmal. Mehr Rüstung, mehr Castgeschwindigkeit, verringert die Gesundheit 6%. Aber mehr Rüstung, mehr Castgeschwindigkeit, mehr Mana-Reg. Okay, nur komme ich halt auf 1000. Und hier? Okay, dann hau ich die Sachen mal weg hier. Ich bin mir halt nicht sicher, ob ich jetzt wieder eine falsche Entscheidung getroffen habe, was das einzelne Gear und so angeht. Ich müsste vielleicht zeitgleich mit diesem Ding da. Zaubergeschwindigkeit 32, Nahkampf 29, erhöhte Bogen, bla bla bla. Widerstände. Blitzschaden, Verteidigung. Ausdauer 47, Ausdauer Schwelle. Bin mir da nicht sicher. Und diese Teile. Habe ich halt noch nichts Gescheites mit Ausdauer. Was ist denn das für ein Ding jetzt hier? So, Zauberschauen. Greetings. Dann würde ich jetzt auch alles verkaufen. Bis auf die Götze, die werde ich mir mal. Ups, das werde ich auch nicht verkaufen, will ich mir aufsparen. Rückkauf. Das hier. Das spare ich mal auf. Das sieht wichtig aus mit der Farbe.
Nebenhand, Intelligenz und Schutz pro Sekunde. Sieht wichtig aus. Okay, gibt es halt irgendwas Krasses? Nahkampfschaden 78, Zauberschaden 65, Mana. Das gleiche Shift, okay, Chance. Auch Verlangsamung bei Treffern, Diener und Kamm. Okay, das ist vielleicht gut für Diener später. Zwei und Achse Nahkampfschaden ist halt viel weniger. Aber er sagt, ich habe. Achso, Kälte schon. Okay, ich dachte schon, er sagt mir Nahkampfschaden. Alles gut. Mana, erhöhte Mana-Regeneration, Stärke, Feuerrate, Wittinger Rüstung, Zweihand, Nahkampfschaden, dann habe ich 78, 50, das ist eine Einhand, Mana, das sind ja auch die Sachen, die ich vergleiche, die ich eben verkauft habe. Weniger Gesundheit, physischen Nahkampf, Angriffsgeschwindigkeit, Wurfgeschwindigkeit, LP-Regeneration, kritische Trefferchance. Nekrotisches Durchdringen. Okay. Naja, ich habe jetzt nicht wirklich was besser, aber ich kann mal schnell skillen. Ich werde jetzt erstmal noch weiter skillen mit dieser Skillung. Denn die Level-Skill ist eine komplett andere, habe ich gesehen. Deswegen gehen wir erstmal auf Passiv. Da können wir hier 1-1 reinmachen. Ich habe gesehen, die Level-Skillung ist auch eine Mischung aus allen. Aus allen. So, ist das jetzt unser normales Ding? Ja, genau. Und dann gehen wir erstmal hier rein zu Passives. Gehen auf das erste. Und wir sind... Wir sind bei... Vier von... Ach, hier. Lich. Ja, jetzt ist es deswegen. Ich habe das... Okay, 8 von 8 haben wir da schon. Dann unten 1. Haben wir schon 4 rein. Habe ich. Und dann kommt dieser eine Kopf hier. Oder... Dieser Sensen hier. Okay, dann haben wir da schon 5 rein und dann in die Hand 2. 5 bis zur Hand. Okay, 5. Schaden als Lebensentzug pro Punkt, erhöhte Gesundheitsverlust pro Punkt. Aua. Deswegen immer, ich muss halt drauf halten, also draufschlagen, um auch gesünder zu kriegen. Das ist ganz wichtig. Ohne draufschlagen zu können, bin ich halt verloren. Bin ich halt verloren. Hier haben wir noch einen bei dem Todessiegel. Stufe 16. Müssen wir mal schauen, dass wir da hinkommen. Zack. Hier. Death Seal. Todessiegel. 21 Punkte. 16 haben wir. Das... Müssten wir gemacht, also jetzt hier 3 in die Rüstung. Das haben wir und jetzt hier rein in dieses grüne Ding da. Während versiegelt haben deine Zauber und Angriffe eine Chance, Gegner zu vergiften. Ich muss vielleicht mit diesem Siegel auch arbeiten. Wenn ich E drücke. Das war aber eine Menge Leben. Es geht immer auf 33 runter, gell? Damit ich halt viel Schaden mache. Das ist halt auch krass. So schön AOE machen den. Wenn ich... Schauen wir nochmal, wenn ich diese Gestalt an mich nehme. Zack. Und E. Ja, geht's auch runter. Naja, okay. Das habe ich ja geskillt. Habe ich ja gelesen. Ich müsste dann vielleicht das nutzen. Wir testen das jetzt gleich. Ob das gut Schaden macht.
ob das gut Schaden macht. Was haben wir denn? Levelstufe 25. Vielleicht kriegen wir noch irgendwelche besseren. Erhöht körperliche Schaden, erhöhte Heilwirkung. Vielleicht kriegen wir mal kurz bei dem Würfeldings. Gibt es das hier in der Stadt? Es gibt nicht überall so Würfelteile, gell? Ich glaube, hier gibt es das nicht. Sonst hätte ich mir noch so ein Würfelding geholt. Nee. Gib mal in unser Portal, nicht, dass sich das nach einer Zeit schließt. 1000 Leben. Ich glaube, wir haben jetzt 73 weniger, aber ich hoffe, bessere Werte. Ich hoffe, bessere Werte. Macht das gut Schaden? Einfach nur so hier dieses Ticken da. Oh, hier ist irgendwas schon. Ach, nein, ich muss selbst. Ist die Welt gar nicht so groß hier? Yo! Ach, habe ich das gestern auch gemacht? Weiß ich gar nicht. Ach so! Ach doch, stimmt, diesem Lauf, jetzt weiß ich es wieder. Ich habe ja den Bosskampf gestern auch gemacht, wo sie sich immer weggefordert hat hier. Na klar. Ich kaum Schaden abmachen können. Damit auch die Heiltränke ausgegangen sind und dann kommen mir die Ads. Ich kann auch die Gestalt nicht halten so lang. Yo! Normale Gestalt, scheiße, schon benutzt halt dran. Wow, 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 wow. Was mit dem Leben? Hat sich ja gelohnt, die Gestalt. Hochgehen lassen hier. Yo, 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 yo. Oh, sind noch andere Gegner. What the fuck? Was kann ich von den Heiltränk nehmen? Die hauen mich auch um, oder? Doch hier. Scheiße, normale Gestalt. Doch, die macht schon gut Schaden, ey. Da habe ich es immer falsch gespielt. Oh mein Gott. Komm, drop einen Heiltrank für mich. Fuck, das sind immer gestorben von dem. Da ist das der Boss. Ich darf nicht das E jetzt drücken, sonst habe ich wieder low Gesundheit. Ich muss einmal jetzt nochmal Schaden machen, richtig hier bei ihr. Also geht doch. Okay, also hier
gedrückt halten. Also nicht E drücken und dann nicht auslösen. Okay, so kann ich vielleicht bei dem Boss, wenn ich jetzt irgendwie hier richtig hinlaufe. Hier, schau mal. Hier ist schon der richtige Weg hier. Und ich glaube, komm, wir machen noch das Level voll. Dann macht es ja jedes Mal so viel Schaden. Was ist es jetzt noch? E drücken hier? Ich gehe zwar mit der Gesund runter, aber mache gut Schaden dann. Ah, okay. Was ich da für Schaden mal mache, dieses AOE hier. So. Passiv. Ich glaube, auf der Hand war noch eins. Okay, S. Nichts, okay. Was save auf der Hand noch was hier? 5 Stück auf der Hand, okay. Naja, ein bisschen haben wir jetzt mehr. Aber ich kann mir nicht vorstellen, haben wir nicht 5 Heiltränke mehr? Nee, gell? Doch, okay. Wir brauchen. Oh, was habe ich gemacht? Okay, 1009 Leben. Und hier müssen wir ja jedes Mal reinladen. Hier müssen wir ja jedes Mal reinladen hier. Ich wollte W drücken und wegdodgen, aber ich hatte zuerst auf die Taste R geschaut, die war nicht ready und dann war ich panisch. Kannst da keine Fähigkeit nehmen, Alter, die irgendwie Schaden macht oder so. Sollen wir dann behalten, die Fähigkeit hier. Ich glaube, er kommt immer da, wo ich bin. Nein! Ich konnte nicht weg. Alter. Ich finde das ultra schwer als Melee hier. Ich finde das ultra schön. Ich habe mich jetzt erst zu dem Boss hingekämpft. Ich bin jetzt noch 2 Level höher. Ich krieg trotzdem den Schaden, wenn ich hier durchblinzel. Also muss ich das andere nutzen hier. Immer zu mir, Mann. Immer zu mir, der Scheiß. Hier. Krass, selbst mit dem Durchblinzeln ist der Schaden da.
wow, 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 wow. Jetzt habe ich keinen Heiltrank mehr. Ich bin hier in dieser Scheiße. Wenn ich von so einem Ding getroffen werde, bin ich RIP. Bisschen, noch bisschen mit der Gestalt. Nein, 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 jetzt komm, ich muss doch dahin gehen. Kleine Tentakel noch hier. Phase hört nie auf, oder was? Bitte sammelt das Scheißding ein. Wie lang ist denn die Phase, Mann? Schon wieder hier. Immer, ich habe, wenn ich die Taste drücke, habe ich immer diese low Gesundheit. Ich muss ja. Ich muss ja. Ich mache ja weniger Schaden. Na, dieses scheiß Low hier, dieses Low hier. Ich muss so low kämpfen, Alter. Was jetzt? Rhea hat Herod getötet. Ja. Seit habe ich geschafft. Ja. Was für ein Zweitklassiker. Ich gehe ja schon. Okay. Boah. Alles looten. Nicht das Ding anklicken hier. Das Portal noch. Krass. Krass. Okay, ich gehe jetzt einfach, weil da sind noch Tentakel von dem, die greifen mich an. Warte, ich werde alles looten hier. Warte, X. Muss halt X gedrückt halten. Boah, ist hier viel, ey.